So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute erkläre ich dir, was ein Hardware-Wallet ist. Ja, zuallererst, wie sieht so ein Hardware-Wallet aus? Das hier zum Beispiel ist ein sogenannter Tresor, das ist ein Hardware-Wallet. Ja, so sieht er verpackt aus. Ich habe davon 3 Stück insgesamt. Ja. Dann gibt es den sogenannten Ledger und gibt es noch sowas wie Bitbox, SafePal? Also es gibt eine ganze Menge und ich erkläre jetzt, was die Unterschiede sind, was die Vorteile der einzelnen sind und wozu du das überhaupt brauchst. Ja, so, ich habe dir in den letzten Videos erklärt, wie man überhaupt Kryptowährung kauft, indem man halt wirklich bei Kraken, also einem großen Exchanger, einfach Euro, Dollar, was auch immer, Franken auflädt und das Ganze dann gegen eine beliebige Kryptowährung tauscht. Dann habe ich dir erklärt, dass es die Erweiterung MetaMask gibt, wo du dann deine Kryptowährung vom Exchanger auf dein eigenes Soft-Wallet überweisen kannst. Ja, MetaMask ist ein Soft-Wallet, ist ein rein digitales Wallet. Aber das Problem bei rein digitalen Wallets ist, dass sie sehr, sehr angreifbar sind. Wenn dein Computer gehackt wird, wenn du den falschen Link klickst, wenn du eine falsche Datei öffnest, dann kann es passieren, dass dein Wallet, dein Software-Wallet, ja, danach leer ist, also geleert wird. Und ich kenne tatsächlich jemanden, dem genau das passiert ist. Der hat kein Hardware-Wallet benutzt. Ja, der hat also nicht sowas hier benutzt und hat nur MetaMask alleine benutzt. Und der hat sehr, sehr viel Geld verloren. Also er hat fast alles verloren, was er auf seinem Wallet hatte. Konnte ein bisschen noch was retten und benutzt seitdem auch ein Hardware-Wallet, aber musste quasi schon fast bei null wieder anfangen. Ja, er hat sehr, sehr viel Geld dadurch verloren. Und heißt das, dass du unbedingt ein Hardware-Wallet benutzen musst? Nein, heißt das nicht. Also, wenn du sehr vorsichtig bist, kannst du auch darauf verzichten. Aber ich bin sehr vorsichtig und ich benutze es auch. Wann würde ich dir empfehlen? Wenn du jetzt anfängst und du sagst, du investierst vielleicht 100 Euro, dann macht es keinen Sinn, ein Hardware-Wallet dir zu holen, weil du hast gewisse Anschaffungskosten. Tresor ist relativ günstig, kriegt man, ich glaube, für 35, 40 Euro oder sowas. Vielleicht auch teurer, ich müsste nochmal nachgucken. Ja? Der Ledger Nano X zum Beispiel kostet, glaube ich, schon 80, 90 Euro. Bitbox liegt auch irgendwo, ich glaube, bei 80, 90 Euro oder so. SafePal ist, glaube ich, mit 35 Dollar so ziemlich das günstigste. Ich werde dir gleich sagen, was ich benutze, was ich dir empfehle. Ich habe nämlich ein paar ausprobiert, wie du sehen kannst. Und welche Vorteile die einzelnen haben. Ja. Also erstmal, was ist so ein Hardware-Wallet? Dieses Hardware-Wallet kannst du in Verbindung mit MetaMask benutzen. Ja? MetaMask ist super, weil du MetaMask für verschiedenste Sachen nutzen kannst. Also auf vielen Webseiten ist es so, wenn du auf dezentralen Börsen unterwegs bist, und davon werde ich dir halt demnächst auch welche vorstellen, verbindest du halt MetaMask. Es gibt auch andere, es gibt auch Trust-Wallet, es gibt auch verschiedene, aber du verbindest in der Regel ein Software-Wallet, also eine Erweiterung für deinen Browser, mit der entsprechenden Börse und kannst dann handeln. Es ist nicht so, dass du direkt dein Tresor oder direkt dein Ledger oder was auch immer verbindest mit der Börse. Das geht in aller Regel nicht. Es ist so, dass du wirklich erstmal so ein digitales Wallet benutzt. Ja. Aber du kannst das digitale Wallet mit deinem Hardware-Wallet verbinden. Und was bringt dir das? Das musst du dir so vorstellen wie ein TAN-Generator bei der Bank. Das kennst du bestimmt, ja, wenn du jetzt bei der Sparkasse oder bei irgendeiner Bank bist, dass du dann diese TAN-Generatoren, da gibt es sieht sogar so ähnlich aus teilweise. Das ist einfach ein externes Gerät, ja, das generiert einen Code und den musst du letztendlich dann eintippen, um dich einzuloggen in dein Online-Banking, ja, und teilweise auch bei einer Transaktion, bei einer Überweisung oder so. Und genau das macht letztendlich diese Hardware-Wallets auch. Ja, wenn jemand sich in dein Wallet einloggt, wenn er irgendwie Zugriff auf dein Wallet hat, kann er keine Transaktion machen. Er kann nichts machen, wenn er nicht dieses Hardware-Wallet hat. Also er ist machtlos, er kann nichts machen, er kann dir dein Geld nicht wegnehmen. Er braucht diese Hardware-Variante, um tatsächlich irgendwas machen zu können. Ja? Jetzt beim Online-Banking ist es oft mit irgendwelchen Apps auf dem Handy oder so, aber es ist ja letztendlich auch so, dass du ein externes Gerät brauchst, um zu bestätigen. Und genau das ist es. Es ist ein externes Gerät. Selbst wenn jemand deinen Computer hackt oder sonst was, irgendwelche Malware oder wie man die nennt, auf deinem Computer ist, kann er nichts machen. Er braucht dieses externe Gerät. Sonst kommt er nicht an deine Kryptowährung ran.
Und das ist es im Prinzip. Es ist einfach eine Absicherung, dass man halt nicht einfach dein Kryptokonto plündern kann. Kann ich nur empfehlen, aber auch erst ab einer gewissen Summe würde ich dir empfehlen. Ja, also wenn du jetzt mit 100 € anfängst oder weniger, dann macht es keinen Sinn, die Hälfte deines Budgets nur für so ein Wallet auszugeben. Das ist ein Hardware-Wallet. Wenn du aber schon anfängst, höhere Summen zu handeln und ich würde sagen, eigentlich schon, ja, also ab 1.000 € würde ich es auf jeden Fall machen. Ja, da würde ich dann sagen, okay, 50 €, dann um meine 950 € zu schützen, macht Sinn in dem Sinne, weil es wird ja nicht dabei bleiben. Deine Summe wird wachsen und dann ist es schon schön, wenn die gut geschützt ist. Ja? Aber ich kenne Leute, die haben Tausende von Euro völlig ungeschützt, also ohne Hardware-Wallet. Das ist am Ende ein eigenes Ermessen. Ich kann es dir nur empfehlen. Also ich habe, bevor ich auch nur den ersten Cent in Krypto investiert habe, habe ich direkt erstmal mir ein Hardware-Wallet zugelegt. Und das war tatsächlich der Ledger. Ja, Ledger ist sehr schön, ist ein französisches Unternehmen, was die macht. Jetzt habe ich ihn nicht mehr drin. Okay, ist jetzt gar nicht hier. Mist. Ja, gut, schade, ich hätte ihn dir gern gezeigt. Egal, Ledger ist von den Geräten her, muss ich sagen, von allen Geräten, die ich bisher getestet habe, ich habe 4 Stück getestet, ist der Ledger der, den ich am edelsten finde. Also ist ein sehr schönes Gerät, sehr hübsch, also man sieht es hier auch. Ich habe es jetzt leider nicht hier. Eigentlich ja, hätte ich es dir auch so mal gezeigt. Ist sehr hübsch vom Gerät. Ich mochte auch von der Haptik. Hat mir so gut gefallen. Das Ding ist beim Ledger. Naja, sagen wir mal so. Für mich das Hauptargument ein Hardware-Wallet ist der Schutz, ganz klar. Und aber es braucht noch eine Sache mehr. Also schützen ist schön, aber es muss halt kompatibel sein und darf mich in meiner Arbeit auch nicht behindern. Ja? Wenn mich das Wallet, das Hardware-Wallet behindert in in meine Investitionen, dann ist es doof. Und das Problem ist, du kannst den Ledger kannst du mit der MetaMask-Erweiterung verbinden. Ja, ich zeige dir auch gleich, wie das geht. Allerdings hatte ich immer wieder Probleme mit dem Ledger und der MetaMask zusammen. Also, dass der Ledger dann nicht gefunden wurde, ich meine Transaktion nicht bestätigen konnte. Das ist nicht grundsätzlich ein Problem unbedingt vom Ledger selbst. Also, wenn man jetzt nur den Ledger benutzt, ist nicht das Problem. Aber Ledger mit MetaMask zusammen hat bei mir nie so gut funktioniert. Daraufhin habe ich mir dann Trezor geholt. Ja, das ist dieses kleine Gerät, wirklich super schlank. Mir persönlich mein absoluter Favorit. Ich habe mir davon mittlerweile 3 Stück gekauft. Einfach noch als Backups. Und das ist der, genau, das ist, steht gar nicht da, aber das ist Trezor One. Ja, es gibt noch einen anderen Trezor, also es gibt 2 Stück. Das ist die günstigste Variante. Ja, ich müsste jetzt gucken, was es kostet, aber es ist wirklich nicht sehr teuer, das Gerät. Also ich glaube, irgendwas zwischen 30 und 40 € müsste es sein. Genau, und so sieht es dann aus. Also ich habe hier, es war so eine Aktion, da gab es diese Silikonhüllen mit. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz lustig. War irgendwie so eine Weihnachtsaktion, da gab es sie dabei. Eigentlich sieht das so aus. Ich mach's mal ab. Genau, eigentlich sieht der so aus. Genau, gibt es auch, glaube ich, in Weiß und in Schwarz. Und es sind im Prinzip nur diese 2 Knöpfe und das war es auch schon. Also super easy von der Bedienung her. Genau, und ich hier noch einen. Ja, ich habe mir die Silikonhülle beim zweiten Mal sogar extra dazu gekauft, weil ich es irgendwie cool fand. Eigentlich völliger Quatsch, aber irgendwie finde ich es, ja, keine Ahnung, hat mir irgendwie gefallen. So, genau. Und ansonsten, ja, dann gibt es noch ein SafePal. Das ist so, ja, das ist letztendlich nur so eine dünne Scheibe. SafePal, ich gehe nicht drauf ein. Mir hat es nicht gefallen. Ja, es ist, ja, es ist ein Wallet. Funktioniert in Kombination mit dem Handy und mit QR-Codes und so. Ist an sich eine nette Idee, aber nee. Also, und dann gibt es die Bitbox, Schweizer Unternehmen, auch super Gerät. Das ist hier die Bitcoin Only Edition. Also die ist wirklich nur für Bitcoin. Gibt es aber eine Variante für weitere Kryptowährungen. Letztendlich, ich könnte jetzt auf all diese Geräte lange eingehen, ich könnte sie dir zeigen, könnte sie dir erklären, was auch immer. Mache ich jetzt nicht. Ja, ich sage dir einfach, was ich benutze, was ich empfehle. So, ich empfehle dir, kauf den Tresor. Hier, das, günstiges Gerät, lässt sich wunderbar verbinden mit MetaMask und funktioniert super und vor allem ist schnell. Ja.
Es ist so, bei dem, was ich tue und was ich dir hier auch öfter zeigen werde, ist es teilweise so, dass es wirklich auch ein bisschen auf Timing ankommt. Ja? Es ist tatsächlich so, dass es geht halt darum, dass du Erster bist. Ja? Wenn du investierst, wann ist es am besten zu investieren? Wenn der Preis unten ist. Ja? Am allerbesten, du investierst ganz am Anfang einer Kryptowährung, wenn sie ganz frisch auf den Markt kommt. Ja? Optimal. Weil wer als Erster investiert, wenn das Projekt halbwegs Potenzial hat, hat die größten Gewinne. Ist ja logisch, klar. Danach geht es eigentlich nur nach oben, wenn du ganz am Anfang dabei bist. Es sei denn, das Projekt ist Müll, oder zumindest ist kein Hype da. Ja, dann, ja gut, dann ist selbst als Erster ist man nicht gut dran, weil wenn das Projekt nichts wird, dann wird es nichts. Aber grundsätzlich, wenn das Projekt halbwegs gut läuft und du bist früh dabei, machst du super Gewinne. Und teilweise ist es aber so, dass wenn ein Projekt frisch rauskommt, dass es dann wirklich darum geht, gleich da ganz schnell zu sein bei der Transaktion am Anfang. Und mit dem hier kann ich das mit zwei, drei Klicks machen. Also es ist wirklich super, super schnell in Kombination mit MetaMask, aber halt auch die Sicherheit durch eine Hardware-Wallet. Am schnellsten ist natürlich, wenn du kein Hardware-Wallet benutzt, sondern einfach nur MetaMask. Da musst du nichts bestätigen, aber ist halt nicht so sicher. Mittlerweile benutze ich halt wirklich für alles das Wallet und das geht halt mit dem Tresor gut, weil der schnell ist. Tresor ist super schnell. Da bestätigst du halt bam, bam, bam und zack und die Transaktion geht durch. Super. Und ja, und es ist sicher. Und es ist super günstig. Tresor One ist super günstig. Also ja, kann ich nur empfehlen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, kauf dir einen Tresor, wenn du deine Kryptowährung schützen willst. Wenn du frisch am Anfang bist, du mit kleinen Summen erstmal arbeitest, dann lass es, bringt nichts. Ja, dann verzichte drauf. Aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du im Ethereum-Netzwerk unterwegs bist, ja, dann brauchst du eigentlich einen Tresor. Weil die Transaktionen sind mittlerweile so teuer im Ethereum-Netzwerk, dass teilweise eine Transaktion schon so teuer ist wie so ein Tresor. Von daher, wenn du dir das leisten kannst, im Ethereum-Netzwerk Kryptowährung zu handeln, kannst du dir auch einen Tresor kaufen. Ja, solltest du mit kleinem Budget starten, ja, ist momentan mit eins der Dinge, die ich dann empfehle, halt wirklich über die Binance Chain zu gehen. Aber dazu werde ich auch ein Video machen. So, Quintessenz, was du mitnimmst aus dem Video, ja, kauf dir einen Tresor, wenn du ein bisschen höhere Summen hast und nutz den einfach. Der ist super. Ja, und ich zeige dir jetzt mal ganz kurz auf meinem Monitor, wie simpel man den bei MetaMask einfach kurz einrichten kann. Also ich zeige einfach mal nur, wo die Funktion ist. So, okay. Hier siehst du jetzt, wir sind hier im MetaMask und wie du sehen kannst, ja, also ich habe es jetzt hier mal ganz groß offen, ansonsten gehst du hier einfach auf die Erweiterung und dann klickst du hier einfach auf Symbol, zack, und dann hast du hier ganz simpel Hardware-Wallet verknüpfen, zack. Und dann kannst du hier Ledger oder Tresor auswählen. Und ich kann dir, wie gesagt, nur empfehlen, benutzen Tresor. Ledger, ja, ist an sich ein hübsches Gerät, aber ich hatte mehrfach Probleme und ich kenne halt viele, die sagen, Ledger voll langsam, Verbindungsprobleme mit MetaMask. Also bin ich nicht der Einzige, der diese Probleme, ja, erfahren, also erlebt hat. Ich kenne halt auch viele, die halt auf Tresor gewechselt sind. Kann ich dir deshalb direkt Tresor nur empfehlen. Ist super günstig und funktioniert super. Und dann sagst du einfach verbinden. Und das ist es. Und dann, wenn du verbinden klickst, ja, dann kannst du die Bridge installieren und dann musst du dein Tresor verbinden, also anschließen. Und ja, wie man jetzt einen Tresor einrichtet, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wenn du die Packung hier aufmachst, da ist alles beschrieben, ist super simpel. Ich verlinke dir den Link zum Tresor unter dem Video. Ich kriege da keine Provision, also es ist jetzt kein Partnerlink oder so, es ist wirklich einfach nur der Link zur Webseite. Es geht nämlich darum, du musst verflucht doll aufpassen, wenn du einen Tresor kaufst, dass du wirklich den Link der Originalseite benutzt. Ja? Überall lauert Betrug. Ja? Also ich würde auch, kauf dir nicht irgendwie ein Hardware-Wallet über Amazon. Mach das nicht. Ja? Es braucht nur ein falscher Händler sein, der verkauft dir, du denkst, das ist ein Originalgerät, aber irgendwie ist es das doch nicht. Weißt du nicht, ja? Deswegen wirklich stell sicher, dass du die originale Webseite benutzt. Im Kryptobereich lauert die Verarsche echt an jeder Ecke. So, okay. Gut. Ja, ich verlinke dir den Tresor und ansonsten, das war's fürs Video. Ich hoffe, ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen damit und ja, schütz deine Kryptowährung. Ja, benutze ein Hardware-Wallet. Spätestens, wenn du mit ein bisschen mehr Geld handelst, ist es definitiv
super wichtige Investition. Ja, also ich kenne wirklich eine Person und noch viel mehr aus irgendwelchen Erzählungen, aber ich kenne wirklich eine Person persönlich, die echt viel Geld verloren hat, dadurch, dass ja, sie kein Hardware-Wallet benutzt hat und da dann wirklich mal ja, auf einer falschen Webseite sich verbunden hat und dann ja, hat er sehr, sehr viel verloren. Okay, gut, dann ja, alles Gute, bis zum nächsten Video.